Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Wir haben wieder 9 Uhr in Deutschland und ich hatte ja im vorletzten Video hatte ich erwähnt, dass wir natürlich auch Wohnwagen machen. Hier haben wir den Fan stehen, der hatte ich ja im Rohzustand gezeigt. Der hat bekommen eine 400 Watt Solaranlage mit Schindeltechnologie, das ist unser neues Modul, zeige ich euch jetzt gleich mal das Dach. Der hat bekommen 2 Lithiumbatterien, dann noch ein paar Kabelumveränderungen, Umverdrahtungen, ein Ladegerät, Mover in Betriebnahme und so weiter. So, und was wir da auf dem Dach gemacht haben, wie das innen aussieht, gucken wir uns jetzt gleich mal an. Da wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, das Fendt, der Fendt Wohnwagen ist echt ein klasse Ding, würde ich sagen. Guck mal, der hat auch eine Alco Deichsel vorne drauf, ja, ist ein Fahrradträger, also ich finde das Gerät richtig schnuckelig. Der sieht klasse aus, hat auch hinten einiges an Optik zu bieten, hier, ja, also richtig klasse das Ding. Wenn ich jetzt kein Wohnmobiltyp wäre, so von der Veranlagung her, würde mir das ganz gut gefallen. Ach, der André, guten Morgen! Morgen! Ist eng da drin, hä? Ja. Ja, der André, der macht gerade eine Umverdrahtung, hat ja eben erwähnt. Ne? Wir haben noch ein paar Kabel anzuschließen. Der Kunde hat da noch ein paar Sonderwünsche und da müssen wir dann natürlich auch an die Verdrahtung, ist ja logisch. So, hier, warte, ich mach mal Licht. So, hier haben wir jetzt, oder anders, hier haben Batterien gestanden, Gelbatterien. Die haben den Mover angetrieben, der hat so ein kleines Tagpaket da drin. So, und die haben wir jetzt auf Lithium umgestellt. 2 Lithiums hier drin von Super B. Ja, haben wir noch ein paar Sicherungen geändert, einen Hauptschalter eingebaut, der ist da vorne. Ja, die Verdrahtung, das war jetzt vorher so, da funktioniert einwandfrei, also warum soll man das ändern? Alles ist abgesichert, Hochlastsicherungen, kleine Sicherungen, ja, verschiedene Dimensionen, aber alles von der Dimensionierung her passt, das ist alles in Ordnung. Deswegen haben wir das gelassen. So, und das Paket hat er jetzt hier bekommen. Da ist noch ein Ladegerät. Da, wie gesagt, das war aber schon alles. Ne? Das ist alles so vorhanden. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Solaranlage an. Auf dem Dach, da bin ich. Wir schauen uns mal die Solaranlage an. Und da gibt es auch noch ein paar Dinge oder Besonderheiten zu sagen. Aber das machen wir auf dem Dach. Bis gleich. Ich bin auf dem Dach von dem Fendt Wohnwagen. Ich wollte erstmal hier zeigen, da ist natürlich noch Platz, da könnte man noch mehr Solar hinlegen oder hier. Der hat schon eine Zeitrack Vision drauf. Ja, es ist nicht im Kabelkanal gelegt. Kann man bei der Länge des Kabels machen. Ist aber immer doof, wenn die Dinger sich lösen hier. Ne? Dann sollte man einen Klecks Kleber da machen, dann ist das auch noch. Weil das Kabel ist ja hoch UV-beständig. Die Dachdurchführung ist exzellent. Ja, guck mal, ist eine Metall-Dachdurchführung, macht auch nur tennerhaft. Ne? Insofern alles gut. So, dann haben wir unser neues, warte, ich gehe mal ein bisschen höher, unser neues Schindelmodul hier aufgebaut. Die haben 100 Watt das Stück. Hier vorne die Platte, diese Platte und da hinten die beiden. So, die haben wir jetzt in Reihe geschaltet. Also ich habe praktisch 2 Platten, also diese Platte und die in Reihe und die da hinten in Reihe und die dann parallel runtergeführt, sodass wir eine höhere Eingangsspannung bei dem Modul haben. Wie gesagt, Schindeltechnologie ist ja für bedecktes Wetter besonders gut und das haben wir ja mit der Blechkontaktzelle nicht. Insofern habe ich die hier in Reihe geschaltet. Ich habe das auch schon getestet und ausprobiert. Also mir gefällt das richtig gut, das Ergebnis. Ne? Wir haben ja auch eine App, wo wir das drauf ablesen können. Ja, dahin ist die Dachdurchführung. Sieht natürlich auf dem Wohnwagen alles ein bisschen anders aus, aber wie gesagt, die Endleistung hat mich schon sehr begeistert für 400 Watt. Ja, der Wohnwagen ist fertig. Da bin ich. Gehe wieder mal runter. Der Wohnwagen ist jetzt fertig und der wird morgen früh abgeholt von dem Kunden. Ja, dann wünschen wir dem natürlich wieder viel Spaß damit, ist ja klar. Und Wohnwagen machen wir auch in Grimma, ja, oder in Bockhorn, auch das ist kein Problem. Anfragen für Bockhorn können auch schon angenommen werden, ne? Da haben wir ja schon eine Aktion laufen, beziehungsweise da nehmen wir auch schon Aufträge an, beziehungsweise machen Angebote. Also wer jetzt in der Nähe von Bockhorn wohnt oder im Norden, der kann uns anschreiben. Ich glaube ab morgen oder übermorgen ist auch da
das E-Mail-Portal geöffnet, ja, und dann wird Bocker noch mit auf die Homepage aufgenommen. Das ist, glaube ich, schon geschehen. Nee, andersrum. Die E-Mail wird dann freigeschaltet. Dann könnt ihr auch direkt Anfragen an Bockhorn stellen. Die kommen dann trotzdem zu mir, weil ich verwalte das erstmal. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch für Solar interessiert oder Lithiumbatterien und das, was man da so alles fürs Wohnmobil braucht, schreibt uns, geht auf unsere Homepage, die blende ich natürlich nochmal ein, auf das Kontaktformular. Wir machen euch ein Angebot und ja, wenn es dann klappt, sehen wir uns hier in Grimma oder demnächst in Bockhorn, da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es auch demnächst noch einen Film drüber, der ist ja klar. Warte, ich stelle mal eben den Klingelton ab. Ne? Gibt es ja auch einen Film drüber, ist ja klar. Lithiumbatterien gibt es die Tage auch nochmal einen Film. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes, das kündige ich am Samstag, Sonntag, Montag an, weiß ich noch nicht. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute, bleibt gesund. Abonniert diesen Kanal, damit ihr sowas hier nicht verpasst. In dem Sinne, euer Guido von GNS TV.